herzlich willkommen zu einem neuen Stream-Aufnahme-Session, diesmal am Montag. Problem ist tatsächlich mal wieder, dass ich Sonntag keine Zeit hatte. Aber wir holen das jetzt heute praktisch nach und ja, ist umso spannender, weil jetzt kann ich mit Stolz behaupten, wir sind im Top 10 rangelandet, aber das gucken wir jetzt gleich. Erstmal noch Hallo zu meinem Co-Moderator. Hallo. Und nachher wird uns wahrscheinlich der Hendrik dann auch wieder begleiten. Dann gehen wir jetzt hier erstmal weiter. Ist halt sehr schade, dass ich das am Sonntag nicht geschafft habe. Ich versuche ja den Sonntag 19 Uhr Termin auf Twitch zu halten. Geht halt nur leider durch familiäre und arbeitstechnische Gründe nicht immer. Aber du kannst noch kämpfen. Ich kann auch kämpfen. Aber wir warten jetzt erstmal, weil wenn wir kämpfen, kämpfen wir im Frenzy. Strip. Und im Strip sowieso. Und naja, die sind hier schon am fleißig fighten, ja. Doch. Wir sehen hier, der Sentinel steht auch noch. Lassen wir so fighten. Interessanter ist, dass wir hier auf der Bronzemedaille stehen. Ist ehrlich gesagt nicht unbedingt mein Verdienst. Ich habe eigentlich nur den Mindestpunktewert für diesen War erreicht, nämlich 195.000, was aber auch Sinn macht, weil wenn man die Rüstung bekommt, sollte man auch sollte man Amulett und Ring von dieser Rüstung auch haben. Mindestwert ist bei mir weiter hinten. Bei dir ist es weiter hinten jetzt, ja. Ich bin... Alles gut. Wir können irgendwann mal auch deinen Charakter zeigen, aber jetzt zeigen wir meinen Charakter. Meins. Okay. Geiz. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, also von der Idee her, mein Sohn hat jetzt den zweiten Charakter übernommen, wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, und ist da am Machen. Wir können hier nochmal in der Rangliste gucken. Da sieht man also wirklich mit einem guten Punktepolster auch, sind wir auf die nächsten Ränge. Es sollte eigentlich nur ein Top-20-Run werden. Jetzt sind wir auf Platz 10. Gut, auf Platz 3 haben wir nicht mehr so die Chancen. Aber das wäre dann auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber ich finde es halt cool. Wir können hier bei Belohnungen nochmal gucken, was es da in der Schleife so Schönes gibt. Unfair. Naja, unfair. Es ist halt so, wie es ist. Wir kriegen hier viermal den Buvo. Ich meine, fieser Fuchs. Und einmal die Blühbirne. Obwohl es keine richtige Glühbirne ist. Nee, es ist ja eine Blühbirne. Wie auch immer. Also, nettes Wortspiel, 75 Gems. Ich habe trotzdem, jetzt muss ich selber gucken, 100 plus 67 sind wir bei 147 ausgegeben. Ja. 147 Gems ausgegeben, aber es funktioniert bei mir zumindest wieder mit dem Videos gucken, deswegen konnte ich wenigstens ein bisschen was an Gems wieder plus machen. Wollte ich schon gerade sagen. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier schöne Kisten, die wir theoretisch öffnen können. Seit wann kann man runterstrollen? Oh, es gibt bald einen neuen Epic Boss. Ja, es gibt auch bald einen neuen Epic Boss. Wann ist der Aber da? Das ist kein Epic Boss, das ist der Blitz Raid. Und da bin ich mal gespannt. Hier gibt es Feuer. Wann kommst du wieder in die aktiven Deutschen? Dadurch, dass die Wars direkt ineinander übergehen, werde ich jetzt auch für den Blitzraid nicht da sein. Werde ich wahrscheinlich. Ja, aber ist doch jetzt kein Problem. Wo ist denn dein Problem bei der Sache? So. Du bist ja da. Du kannst mich da ja gut vertreten. Nö. Und den hier, naja, den bekämpfen wir jetzt gerade. Da gehen wir auch mal hin. Leider nur. Plus. Genau. Die Plus-Plus-Version, aber... Papa, du kannst nur nicht mehr, du hast nur 4 Energie. Ich kann nicht kämpfen, das ist mir bewusst, aber darf ich es trotzdem zeigen, oder was ist denn mit dir los heute? Oh Gott, das wird in der Pubertät bestimmt noch spannend. ja, also vom Gucken her, wir haben jetzt Montagabend und hi, Hendrik. Hi. Tut mir leid, habe ich leider leicht verspätet. Naja, ist doch gar kein Problem. Wir sind mittendrin statt nur dabei, seit 5 Minuten jetzt. Also, bist eigentlich noch fast pünktlich, ja? Ja, dann geht's ja noch. Dafür, dass ich einen ganzen Tag zu spät bin, bist du überpünktlich. Ja,
Ich weiß nicht, ob du es auch schon gerade laufen hast. Ich zeige gerade, ich bin jetzt auf der Gewinnstufe 83. Glaube, ich Also. bin sogar auch 83. Ich meine, ich habe vorhin geguckt, mir fehlt noch zwei. Hast du Ah, aber noch genau. ordentlich aufgeholt, weil erst war ich leicht vorne. Ja, aber du hast ja dann auch eine Zeit lang noch mit. Du kannst nicht mehr nur noch mit einem, oder? Du bist jetzt auch schon bei zwei. Ja, ich nehme jetzt einen Friend mit, weil das bringt nichts. Also, ich wette, es gibt ein paar Leute, die schaffen jetzt immer noch mit einem, aber. Also ich auch nicht. Es ist halt die Frage, ja, ob man dann die nächsten 15, ob man die dann morgen noch schafft. Ich habe die Hoffnung, heute noch dann auf die 85 zu kommen. Und Die dann einmal 57 schaffst du locker. 57. Lest die Zahl Die mal richtig. 75, ja, 75, Mist. Gut, 75, nicht 57. Beim Ticket schaffst du locker. Ja, das ist nicht, das steht außer Frage, aber dann habe ich noch 2 Tage. Aber ich habe nur noch morgen Urlaub und dann am Mittwoch muss ich ja wieder arbeiten. Dann muss man mal gucken, ob ich dann die 100 noch schaffe. Hendrik? Ja. Bist du eigentlich in der Gilde für den nächsten Blitzwait oder nicht? Ein Blitzwelt, aber jetzt ist, warte mal, jetzt ist erst. Jetzt kommt ja der Blitzraid als nächstes. Und nein, da ist der Hendrik auch nicht in der Achso. Gilde, weil der mit mir zusammen auf dem Raid ist, wo ich gerade auch bin. Mein Sohn ist ein bisschen sauer, weil ich habe ihn jetzt ja mit in die Gilde genommen und jetzt nehme ich ihn nicht mit zu den anderen Events, wo ich. Aber ich werde auch demnächst wieder ein bisschen mehr in der Gilde sein. Ich habe mich ja Ja, also jetzt. ich denke, aber er kann ja auch ein paar Gems sparen, da kann er auch mit reinkommen. Das musst du dann halt. Du kannst ja sagen, keine Ahnung, also du kannst ja schon sagen, einfach, dass sein Sohn und so, dass du das mit überleihen dann mit auch übernimmst und dann wird das schon passen. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Er soll jetzt erstmal ein paar Gems machen und vor allen Dingen halt trotzdem. Weißt du, wenn. Das Problem ist ja, dass er streckenweise, wo dann Strips waren. Gut, jetzt mit der neuen Rüstung geht's, aber der hätte ja manchmal nicht mal den Strip gewinnen können. Ja? Also mit normal nur einem guten in der. Und ansonsten zwei Dings, Rüstungen, zwei Fusionsrüstungen dazu anziehen oder so, ja. Deswegen, der soll jetzt erstmal ein bisschen seinen Charakter aufbauen, ein bisschen geduldig sein. Kann ich aber nicht. Ja, das ist halt ein Problem. Aber schön immer die Videos gucken und dann klappt das. Wann ist der neue Herald Mode? Das ist eine gute Frage. Heroic Mode haben sie jetzt irgendwie auch schon wieder seit ein paar Tagen nicht. Sonst Ich muss manchmal die waren die. Plus-Rüstung Heroic schaffen. Mode, ich habe aber einen Screenshot davon gemacht. Ich gucke mir das kurz an. Die haben da ja gepostet, ja immer. Die posten ja immer am Anfang des Monats, was dann kommt. Also angekündigt haben sie ihn jetzt hier definitiv noch nicht. Ups, jetzt, wo habe Aber ich ich glaube, jetzt der wird immer auch hingeguckt? um 20 Uhr angekündigt, also. Ja, kann sein, dass der jetzt dann sogar gleich dann kommt. Wobei So. Heroic Mode steht jetzt 8. bis 15. und jetzt ist ja der 7., also sonst startet der aber morgen, also. Ja, dann geht's morgen dann los. Ab Oder morgen. heute? Nee, heute nicht, weil heute der 7. ist. Ah. Unterschied zwischen 7 und 8, okay. Auch Mathe üben wir demnächst noch ein bisschen. Ich habe leider nicht rechnen gelernt. Du kannst sogar sehr gut rechnen. Was jetzt nochmal zu gucken wäre, da der Hendrik ja jetzt auch den Stream mitlaufen lässt, wie ich glaube ich gerade gesehen habe. Hast du eine Ahnung? Oh, hoffentlich sind die Pets überhaupt noch da, die ich da gestern gesehen habe. Welche Pets? Nee, sie sind weg. Weil gestern gab es Pets zu kaufen und ich habe erst noch überlegt, da gab es hier insgesamt sechs Aber ich glaube, da ist kein Schildbrecher dabei. Schildzerbrechen. Also, ich habe mir halt überlegt, so allgemein zu kaufen, damit man alle einmal hat, ja. Wobei ich ja letztens gerade erst so ziemlich alle mal Boah, die weggemacht sind habe. raus, glaube ich, ja. Nee, die sind raus. Leider. Nächste Sache ist, wobei es jetzt sowieso zu spät ist, aber du hattest in dem Chat geschrieben oder dir wurde geschrieben, von wegen du sollst die Teile umwandeln. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil in die neue Dings kann man die Teile doch gar nicht umwandeln. Du Ne, kannst das ja. ist die von der Season 36. Also das machen die oft bei älteren Seasons. Ich weiß nicht, ob du da das da kann man theoretisch dann das bekommen vom kann man das bekommen. Also das Set von allen quasi Season-Rüstungen. Es gibt ja immer irgendwie 3 oder 4 Season-Rüstungen und in dem Fall waren es ja Wasser-Season-Rüstungen. Da kann man das dann craften. Das heißt, da kann man Kisten öffnen und kriegt dann dadurch diese blauen Essenzen. Das Problem ist, ich könnte mir zwar eine Rüstung davon holen, aber ich habe irgendwie nicht so viel Lust, da Kisten jetzt für zu öffnen. Ja, die Papa, wie Kisten sind ja auch nicht ganz so billig, umwandeln? ne? Hatte Und ich ich, glaube, die glaube ich, mal. Chance, haben die geschrieben, war 7,5% ist dann auch nicht so der Ja, das Fall. ist rechnerisch ist das nicht mal jede 10. Kiste. Ja, und dann So. packen die wieder hier
Das ist auch, glaube ich, ein. Ich weiß nicht, ob es bei dem auch dabei ist. Ich glaube, das ist auch von der Season 36. Ja, für 21,55 € das Set in das Starter-Paket rein. Finde ich auch ein bisschen fies, muss ganz ehrlich sagen. Ja, so. Ja, allgemein. Also, ich meine, wie gesagt, oder wie schon oft erwähnt, ich finde es ja toll, dass er mittlerweile die. Quen ist es ja gar nicht. Wie heißt die Schmiedin? Wir haben's Morgen. Morgen-Tickets. Dass sie die jetzt dann raushauen, wobei ich immer noch Quen-Tickets und Quen-Rüstung sage, aber ist ja egal. Die Morgen-Tickets und die Morgen-Rüstung halt, oder die Einlog-Rüstung. Aber das ist halt schon, ja, hier gibt's bei 40 Truhen kriegst du 2 von diesen blauen Dings gratis. 2 von diesen Dingern und für das komplette Set brauchst du 10. Überlegen. Ja. Doch, und es ist, die und Wahrscheinlichkeit ist halt gering. Aber man kann das Set ja auch, also man kann die, am Ende, wenn man sich die Elite-Rüstung nicht holt, kann man ja die, die Elite-Pieces dann quasi zu diesen anderen Season-Teilen umcraften quasi. Das habe ich zwar auch gemacht, aber bei mir reicht es jetzt trotzdem nicht komplett. Und man kann die, glaube ich, auch irgendwie die Sets auch irgendwie beim Mit, irgendwie bei der Mitte, also irgendwie so ein Mid-Reak-Bits-Ding da oder so. Mhm. Also ja, also ich habe mich nur gewundert, also es ging jetzt praktisch dann um die alten Seasons. Ich dachte, man kann irgendwie die vom Monat davor praktisch in die neue umwandeln und dann, dass man auch so ähnlich wie jetzt bei den Morgen-Tickets sparen könnte, um dann halt irgendwann sich eine gute Rüstung zu leisten, aber ganz so entgegenkommend sind sie dann halt doch nicht. Morgen-Tickets ist ein gutes Stichwort. Wie viele habe ich denn? Kind, alles gut? Wir haben jetzt gerade mit dem Headset weggeflogen. Ja, vielleicht mal ein bisschen ruhiger sitzen bleiben. So, also 530 habe ich jetzt im Augenblick nur in Anführungsstrichen. Also 5 Rüstungen. 5 Rüstungen hätte ich, ja. Ich gucke jetzt gerade mal noch, ob ich hier noch eine drinne habe. Nehm irgendeine. Nee, eigentlich nicht irgendeine. Eine wie keine, oder wie war das? Ich kann auch nach Ich habe jetzt meinen Min auch schon lange durch, dann habe ich probiert teilweise ein bisschen zu helfen, den Cent zu killen. Aber ich muss sagen, das war auch nicht. Aber ich habe gesehen, du hast den ein, zwei Mal hast du den auch gemacht, oder? Ja, aber er stand auch, also er, aber der stand doch ein, zwei Mal noch in der Strip-Aufstellung. Okay. Ich kann nicht aber also sagen. Aber ich habe ihn, glaube ich, einmal sogar normal besiegt. Also keine Quen-Rüstung mehr. Keine Morgen-Rüstung mehr. Nur auf T5. Ich habe die Candy Basher jetzt, glaube ich, auf T13. Candy Basher? Candy Basher jetzt. Achso, das ist die jetzige. Ich stand gerade voll. Das war die, die ich gerade ausgewählt hatte. Die goldene, ne? Wo ist sie, die Candy Basher? Genau. Ja gut, ich könnte jetzt auf 5 hochkommen. Das reicht bei Weitem noch nicht. Beziehungsweise, wenn ich jetzt noch die Stufe habe, dann könnte ich auf T6 machen. Weil die ist an sich auch schon wieder riesig, ja. Also jetzt schon auf T1 halt, ja. Das finde ich fies, dass hier der Set-Bonus wird ja auch hochgehoben, je höher es dann wird, ja. Bei T20 ist der ja dann wesentlich höher. Aber mein Amulett sieht so aus, als würde es noch nicht geben. Als wäre so ein X durch, ja, von wegen, ja. Das gibt's nicht. Ja. Aber ich finde es richtig gut, dass wir beim War jetzt wahrscheinlich die Top 10 packen. Was heißt wahrscheinlich? Wir haben 4 Millionen Vorsprung. Das ist eigentlich, wenn die anderen jetzt nicht wirklich böse auspacken, ich meine, das wäre jetzt auch bitter eigentlich, ja. Wenn sie jetzt wirklich noch zum Schluss ihre, weiß nicht, 3 Millionen machen und dann mit Gewinn dann. Ich glaub's ja nicht, weil die Top 10 Gilden, also wir haben ja das Ding ist jetzt, sind, also die Gilde, in der wir drin sind, die, also der GM von denen hostet ja quasi 2 Runs, einen Top 20, in dem wir drin sind, und einen aber Top 10. Aber hier Schlüssel. Und jetzt sind halt beide in Top 10, aber der hat gesagt, angeblich kriegt man da auch nicht eine Strafe. Ja gut, das war früher, war es so, dass irgendwie auch dann bei der Obergilde dann nachgefragt werden musste, ob das in Ordnung ist, ob man da bleiben darf, und dann wurden tatsächlich streckenweise dann im War die Mints nochmal runtergesetzt. Was natürlich für die sowieso weit waren und überhaupt, dann ein bisschen blöd war. Und dann wurde dann im War wurde dann das Maximum runtergesetzt, also das Minimum runtergesetzt. Und dann wurden manchen Spielern sogar gesagt, sie dürfen nicht mehr. Und dann auch der eine hat sich halt beschwert, weil er eigentlich die Items haben wollte.
und deswegen halt noch ein bisschen hätten wollte. Und lauter Aber so das ist Zeug. anscheinend bei uns kein Problem. Also, nö, ich glaube, es sind halt solange im wir jetzt Augenblick nicht auch auf den Top 5 oder auf den Top 3 pushen, ich denke, dann würden wir schon, ach, jetzt wenn nicht so, würden bestimmt andere Leute, die das organisieren, nicht so toll finden. Aber definitiv, ja. Na gut, das haben wir, das haben wir. Hier in 9 Minuten machen wir noch die letzten 2 Energie weg. Wobei könnten sogar 3 Energie werden, wenn ich gerade richtig geguckt habe. Was wollte ich noch zeigen? Ja, Pets, genau. Gut, dass wir über Tiere reden. Erstmal gucken wir im Jagdgebiet, was wir können hier Seelenbonbons. Habe ich eine davon? Ja, ich habe jetzt halt die 3. Dann machen wir jetzt hier gerade alle 3 hintereinander weg. Mal gucken, ob es wieder was gibt. Aber eine Sache hast du es auch gesehen in dem einen Board. Da habe ich dich auch gebeten, dass einer hilft, um den Frenzy zu triggern. Hast du auch gemacht, nett. Aber da hast du auch gesehen, da wurde ja auch vorher geschrieben, die Points wurden ja auch irgendwie nicht angezeigt. Ne? Genau, das hatte ich nämlich auch das Problem. Und dann dachte ich, hey, dann lese ich jetzt halt mal im Chat und dachte, das Problem hätte nur ich. Und dann habe ich nur von dir gesehen, ja, bitte hilf jemand. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich. Hab dann einfach draufgehauen, aber beim dritten Energie ausgehen. Ah, guck mal, da ist der Vierer. Ja, Papa, ich hab so ein Pet, so ein erstes Sternengeist, der macht mir irgendwas bloß, was bessere Dinger kommen. Ah, okay, der macht, das ist ein Fusionspet wahrscheinlich. Ja, meine. Genau, der hilft dann beim Hochleveln. Aber ein 4-Sterne-Hase ist auch schon mal eine gute Sache. Aber bei so einem Dreier-Dings hatte ich ja auch mal dieses Pferd bekommen, was ich auch weiß, hab ich auch hatte. Schon meinen Würmer, Wurm. Würmer bekommen bei den normalen. Würmer, okay. Wühler. Ja, die haben den Cent gerade auch schon gepostet, aber das probiere ich es gar nicht, weil wenn man die Rüstung, die kennt man ja irgendwann unter, weiß ich. Ich werde es so oder so nicht schaffen. Also. Naja gut. Ich musste ja jetzt auch nicht immer machen, ja. Dafür haben wir ja unsere Biester im Tribe, sage ich schon. Papa, das Pet. Ich muss doch da jetzt kein Pet mitnehmen. Also, warum man da überhaupt irgendwie mehrere Rüstungen beim Jagen mitnehmen muss. Ich meine, gut, es könnte natürlich tatsächlich sein, wenn man Anfänger ist und hat dann ein 4-Sterne-Pad vor sich, dass man dann das nicht schafft, aber... Aber ich finde, das müssten sie schon verändern, weil da kannst du auch mit einer 1-Sterne-Rüstung ankommen, da kriegst du wahrscheinlich auch... Also gut, 1 jetzt nicht, aber ich werde mit der 4-Sterne-Rüstung kriegst du auch was alles da. Ja, deswegen, das ist halt echt die Frage, ja. Ob sie da was ändern wollen oder was mir halt gut gefallen würde, aber das würde dann halt auch wieder vor allen Dingen noch stärkeren Spielern in die Hände spielen, wäre halt, wenn du vielleicht halt auch abhängig von dem, was du an Schaden machst oder wie gut du bist, dass du umso mehr Pets halt auch findest, beziehungsweise irgendwie schneller Blatthaus kommt, dann noch eher ein größeres oder so. Aber ja, ich habe gesehen, du bist jetzt auch beim Oktober-Ding. Genau, also ich bin da eingeladen worden, ich habe Dings angeschrieben gehabt. Und hab halt gesagt, hier kann ich da mit rein. Dann gucke ich auf die Uhrzeit und dachte mir, oh Gott, es ist kurz vor 12. Und es ist Sonntagabend. Das ist halt, wenn man Urlaub hat, vergisst man manchmal so ein bisschen die Zeit, ja. Pavel, los, mach! Ja, deshalb stelle ich nachts mein Handy auch immer auf Sturm. Also besonders beim War jetzt. Ich habe generell, glaube ich, fast alle Nachrichten gelesen. Gut, muss man jetzt auch nicht. Man kann ja einfach mal gucken, wie der GM oder so steht. Aber da habe ich dann nachts, muss ich zugeben, mein Handy auch auf Sturm gestellt, weil das, also... Weil sind halt auch Amerikaner jetzt zum Beispiel dabei oder Leute aus Australien zum Beispiel auch einer dabei oder so. Und dann haben die halt andere Zeiten und dann kann das halt schon mal definitiv, ja. Nee, deswegen, also ich habe mich dann auch heute Morgen, habe dann gar nichts mehr geschrieben, dachte mir, gut, vielleicht wenn es nur einmal bimmelt, vielleicht hört das dann nicht. Habe dann heute Morgen dann auch geschrieben, Entschuldigung, habe erst später gesehen, wie viel Uhr wir hatten. Oh, hoffentlich habe ich dich nicht geweckt. Hat dann aber auch geschrieben, nee, hat's lautlos, weil da kommen immer so viele Nachrichten. Und ich habe auch das ganze Line ist bei mir auf lautlos gestellt. Leider, muss ich zugeben. Ja. Ich muss dann immer per Hand gucken, vor allen Dingen, weil auch oben bei dieser App Shortcut wird mir auch nicht angezeigt, wenn ich da Nachrichten habe. Also ich muss immer drauf gehen und gucken. Aber das hatte ich am Anfang auch, aber bei mir hat es sich nach der Zeit automatisch gelöst, dass man die einstellt. Ich glaube, es da irgendwie... Vielleicht, keine Ahnung. Oder ob ich den Shortcut mal weglösche und neu hinstelle oder so. Ich weiß es nicht. Andererseits, so komme ich wenigstens auch dazu, da immer mal reinzugucken. Papa, was ist, wenn man bei so einem Pet im Kampf so verliert? Ich glaube, dann kriegst du kein einziges Pet. Oder kriegt man dann die Pets, die man schon besiegt hat? Keine Ahnung. Ich habe also, da ehrlich gesagt noch nie verloren. So muss man mit einer Rüstung kämpfen. Mit einer 1-Sternen-Rüstung. Ja, mit einer Fusionsboost-Armor.
Ja, die macht ja nur einen Soll ich Schaden. das jetzt mal ausprobieren hier so gerade Ja. so im Livestream? Ja. Dann machen wir das doch. Ich lasse das jetzt hier noch zu Ende kämpfen, weil ich echt gehofft habe, dass das jetzt hier bei den besonderen Da kommen Mystikbohnen. höchstens 2 Sterne. Ja, bei dem anderen stand auch, dass es höchstens 3 oder 4 Sterne sind. Und dann kam da 3. schon mal ein 5 Sterne raus, ja. Und Oh, ein 4. darüber hätte ich mich auch gefreut. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt allen 2 Mystik, einmal das Chubby oder wie es heißt, was du auch schon hochgemacht hast, und dann mein Vulpi und mein mein, ich weiß nicht, wie der heißt, dieses Erde. Das hatte ich irgendwie schon lange. Das ist positiv. Wenn man damals schon gespielt hat, hat man manche von diesen, von denen. Das ist Dieses echt positiv. Ja, Erde lustigerweise habe ich 3-Pad. ja 2 Mystik-Schild Aber ich muss sagen, ich dabei. weiß gar nicht, ob sich das lohnt, weil mein Erde-Pad hat irgendwie eine 4% niedrige Wahrscheinlichkeit oder so. Klar kriegt man dann auf den Erde diesen Boost, aber dass das so extrem ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ist mein Mystic-Pad deutlich besser. So, Okay. von diesem Schildzerbrechen. Ach, Kann man ja immer die. die sind auch noch mal unterschiedlich, oder meinst du dann von der Höhe her, weil du es noch nicht so weit entwickelt hast? Nee, das ist beides auch vom Entwickeln gleich, weil wenn man das hochlevelt, ändert sich doch die Wahrscheinlichkeit von Schildzerbrechen ja wieder. Genau, aber Das ist aber beides auf 3, also finde ich schade jetzt. okay. Nee, weil ich konnte es nicht genau nachvollziehen, weil die hochgelevelten Tiere von mir ja auch ein Stück weit gelevelt sind. Und deswegen sehe ich nicht die Grundwerte fürs Schildzerbrechen. So, wir hatten jetzt gesagt, wir nehmen jetzt nur einen in die Gruppe und ziehen dem. Dann kämpfe ich hier gegen jetzt jagen. Nehmen auch nur ein. Es ist Mystic, also nehme ich ein Erde mit. Entfernen. Entfernen. Reihenfolge umkehren. Da. Ich kann hier gar keinen. Dann geh weiter wieder. Aber es gab ein paar Leute, du, die müssen den Mind aber auch auf den letzten beiden Wars noch reinziehen. Also das wäre mir ganz Papa, ehrlich du zu musstest stressig. doch. Ah, da. Also ich sag mal so, ich hatte bestimmt nach einem Viertel des Wars den Mind schon fertig. Auch wenn ich mir gesagt habe, diesmal will ich nicht so viel Geheimnis ausgeben, weil dann waren teilweise auch nicht so viele Leute online, weil es war auch einmal nachts, irgendwie um 4 Uhr habe ich auch noch einmal gehittet und dann. Ich habe ja meinen auch Ja. erst heute Mittag fertig gemacht. Oh, das ist Feuer. jetzt Und Feuer. dann habe ich gedacht, oh, dann helfe ich da mal mit dem Frenzy zu triggern. Ich will jetzt auch nicht, dass der eine, der dich cleared hat, da das komplett alleine machen muss. Und dann habe ich da nochmal 47 Gems für dagelassen, aber darum jetzt. Das ist ja nicht so. Papa, tut mir leid, dass ich gerade hier lache. Ja, lach mich Aber ruhig die Gegner, aus. ich sehe das gerade, ist da verzögert, aber das kriegst du selbst mit der Fusionsboost-Armor durch. Ja. Das ist ja auch nur ein Nebencharakter, das ist ja nicht mal der Main. So, jetzt gegen Mystic. Jetzt müsste ich mal gucken. Also verstehe ich die Leute aber aus anderen Gilden nicht, wobei das ist mir egal. Es haben gerade schon dich Leute angegriffen. Also ich gucke immer in die Kampflogs rein, das finde ich mal relativ interessant. Es hat einer dich dann schon mal angegriffen, hat es nicht hinbekommen. Und dann hat noch jemand anders, gut, der hat dafür zwar ein paar Punkte bekommen, aber hat AD Lars, einen anderen AD da von uns, angegriffen. Aber da frage ich, und es gibt auch ein paar Leute, die machen anscheinend nicht mal die richtige Strip-Aufstellung an. Also ich finde, das sollte eigentlich Papa, du musst bekannt gegen sein, wie Skullcore man das kämpfen. macht. Definitiv. Echt, gegen mich haben sie Frenzy, gekämpft. glaube ich, in einer Minute Jep. ungefähr. Bin auch gerade wieder reingegangen und hab. Ah, den Cent wird schon irgendjemand machen zur Der hat Not. tatsächlich gegen mich gekämpft. Also ich meine, wenn er selbst gegen mich verliert. Ich stehe ja eigentlich auch nur da mit einer Rüstung und 2 Fusionsboosts. Ach so, oh, und selbst damit hat er dich nicht. Ja, Okay, aber ich dachte, das ich habe wäre mich auch kritisch, aber. schon, glaube ich, jetzt wieder zweimal verklickt, wo kein Gildenwächter da war oder Oh, das Gild. ist mir beim letzten Mal auch Ja. passiert. Ich wollte den Cent machen, wollte mal wieder was Gutes und dachte schon, hä, wieso steht denn der Cent-Strip? Es steht doch immer der GM-Strip. Und dann merke ich so, oh, ja, blöd, haben keinen Cent. Also gleichzeitig, irgendwie finde ich das nett von den Gilden, ne? Ich meine, muss man den Cent nicht dauernd machen, aber man ist halt darauf eingewöhnt, dass man da so klickt und dann, ja. Definitiv. Wobei trotzdem sollte es viel häufiger sein. Andererseits kriegt derjenige halt dann auch, wenn Heroic Mode ist oder sowas, kriegt er ja Aber du auch. kannst auch wieder deine Otte da besiegen. Mein Otte oder mein Dein Banyip? Ottero. Otero. Otaro.
Ist doch kein Pokémon. Aber diese, die Schwarz-Weiß gibt es doch gerade bei Pokémon Go. Okay. Also das hier ist im Augenblick das Beste, was ich da zu bieten habe, leider. Ich weiß nicht, sonst habe ich halt nichts Gescheites. Ja, ich bin jetzt beim Epic Boss, jetzt habe ich auch Stufe 83 geschafft, sehe ich gerade. 83. Die habe ich auch mit, nur daher hast du die gar nicht hochgelevelt oder hast du die gar nicht mit Silver Coins oder was? Papa, die ist besser. Achso, nee, du hast, aber ich glaube, was haben die geändert? Ne? Ich habe nämlich gesehen, ich habe bei dir mal gesagt, dass das irgendwie so ein Bug wäre oder so, dass bei dieser Gwen-Ticket, Morgen-Ticket, was auch immer, die Feuerwasserrüstung, dass die bei mir nicht angezeigt worden ist. Da habe ich die mit Gwen-Ticket hochgemacht und dann ging das also. Okay. Papa. Das lag wahrscheinlich daran, ja. Wieso hast du nicht deine Feuermystik? Wenn ich meine Feuer mitnehme, dann kriege ich auch mehr Schaden. Hä? Deswegen nehme ich die Wassermystik ich mal, mit. Ich muss auch mal später zum Blitz-Raid überlegen, weil ich habe ne, hab ja prinzipiell eine gute Wassermystik, also die auch, die du auch hast. Aber das Problem ist, die Elemente sind ja Feuer-Erde. Und dann counter die zwar quasi doppelt, aber die countert mich einfach. Dann ja auch. Ja. Oh, Papa, du hast auch eine gute Mystikwasser. Dann weiß ich nicht, ob es sogar besser ist. Also die Feuerwasser werde ich mitnehmen, weil ihr kontert ja auch einmal. Mhm. Dann nehme ich wahrscheinlich die neue mit und wahrscheinlich eine Feuer... Wobei eine Feuermystik bringt mir dann ja auch nichts. Das kontert ja Feuermystik. Ja, ich werde wahrscheinlich Feuerwasser... Wasser werde ich mitnehmen, auch wenn die nur T8 ist. Weil... Besser wie nix. Aber ich glaube, für den Blitzwert gibt es keinen mehr, ne? Hoffe ich mal. Aber irgendwelche Leute haben geschrieben, irgendwas mit, die wollen Full Milestone machen, aber ich glaube, die wollen das einfach nur machen. Das geht nicht darum. Ja, gut, können sie ja. Aber das, wenn die es machen wollen, bedeutet das ja nicht, dass es für uns binden ist. Ja, also das ist auch sowieso. Die machen das, glaube ich, weil da gibt es auch, glaube ich, meine ich, wieder so ein. Eigentlich müsste jetzt schon der Strip. Ja, das ist halt sagen, verzögert bei mir, deshalb im Stream ist es ein bisschen schwierig. Weil ich wollte gerade zum Schlachtzug gehen, aber dann mache ich jetzt noch meine 3 Energie weg. Die letzten 3 Energie in diesem War. Gildenmeister nochmal gucken. Chuck. NF Chuck. Okay. Papa. Ja. Und warum gehst du zu einer Gilde, wenn du ganz halt die Gilden wechselst? Das hat was damit zu tun, dass ich prinzipiell trotzdem noch in der Gilde bin, aber die Gilde kann ich jedes Mal Frenzy jetzt. auf die Wars so viele Gems ausgeben, wie ich das gerne haben wollen würde für mein Ergebnis, was ich gerne hätte. Und deswegen gehe ich dann halt noch in eine andere Gilde, um da praktisch dann meine Ergebnisse zu erreichen. Das ist der Vorteil einer Gilde, wenn die mit anderen Gilden sozusagen verschwistert oder verbrüdert ist. Also, wie schaut's? Jo, da kriegen wir auch noch mal ein bisschen Punkte raus wahrscheinlich. Ja gut, das wäre hier schon interessant gewesen, aber das ist ja fast noch mal 100.000 mehr. Also genau genommen 65.000 mehr, aber das, naja. So, hier wollten wir gucken beim Schlachtzug. Papa, ich hab gerade schon geguckt, weil einer hat geschrieben, man soll ihn quasi mit Ad anschreiben, dann sieht er das ja, weil er seinen Min noch machen muss. Aber ich sehe gerade, der ist online. Gut, dann muss ich das schon mal nicht machen. Weil der eine hat seinen Min, glaube ich, noch nicht geschafft und... Hier gibt's auf jeden Fall... Was ist das für ein Pet? Welches ist das da? Das ist ein Fusionspet, würde ich sagen. So sehen die Fusionspads aus. Und hier gibt es dann... Papa, früher die Fusionspad ohne Haare, jetzt richtige Rocker-Fusionspad. Ja, sozusagen, ja. Ja, man bekommt, genau, man bekommt eine Elite-Piece. Ja. Aber darum, wenn Leute das mit Free-Energie hinbekommen, wieso nicht? Ja, gut. Da sind wir aber wieder beim Thema Schildzerbrechen. Da wollte ich nämlich eigentlich hin. Menü. Meine Pets. Meine Begleiter, dahin wollte ich. So. Weil nämlich, ich will ja eigentlich Chubbis weiter aufleveln. Begleiter entfernen beim epischen Boss. Begleiter einsetzen. Ich schaue auch mal, ob ich noch irgendjemanden höher machen kann, aber das mittlerweile muss man ja so viele weiterentwickeln, da wird es schon schwieriger. Ja, kann ich nämlich nicht, ich habe nämlich zu wenig. Ich habe nämlich extra hier schon vorbereitet, dass ich jetzt direkt die reinmachen kann.
aber damit er nicht krank wird, kommt er auch gleich. Die Tränke gab es irgendwann mal kostenlos, ich weiß nicht. Ich hätte viel lieber dieses Seltenheitsplus gehabt, weil das wäre halt richtig cool. Die Seltenheit, was bringt das? Das macht praktisch, dass das eine Seltenheitsstufe überspringen kann. Dass dann... Was kann man sich, glaube ich, auch im Tränkeshop kaufen. Ist das teuer? Ja, ne? Ja, das ist ziemlich teuer. Nee, deswegen. Und da könntest du zum Beispiel ein 4-Sterne-Pad auf 5 Sterne hochbringen. Und das habe ich bis jetzt zum Beispiel auch noch überhaupt nicht geschafft. Ich habe schon 3-Sterne-Pad auf ein 4-Sterne-Pad gebracht. Aber das war halt dann eigentlich auch voll für die Füße. So. Chappes! Und wenn er in seiner letzten Form irgendwie blöd aussieht. Warum sollte er blöd aussehen? Der hat voll die großen Augen. Ich weiß, aber das weiß so, dort nicht. Weiter kann ich jetzt nicht, aber jetzt müssen wir ihn noch verbessern. Das möglichst schnell, weil ich will den ja jetzt dann gleich benutzen. Mystik steht da doch schon. Was ist mach, das? Mach mir hier mal keinen Stress, Kind. So, und jetzt erstmal hiermit. Da wird sich wahrscheinlich wieder so gut wie nichts tun. Was sagt das? Na gut, geht sogar einigermaßen. Du hast aber echt viele Bronzepads. Ich habe die mal irgendwann alle weggeschmissen. Ja, ich habe sie ehrlich gesagt blöderweise behalten. Also was heißt blöderweise, aber... Weggeschmissen? Da ist er, ja, du kannst die freilassen. Du kriegst Geld dafür. Würde ich machen. Ja, würdest du machen, aber so viel Geld gibt es da auch nicht für. Und dadurch, dass sie jetzt im Augenblick nicht stören, ich habe ja eigentlich immer mal überlegt, ich habe ja früher auch Folgen gezeigt, wo ich praktisch am Computer mit so einem Maus-Recorder sozusagen dann, dass der die Bewegungen macht und die Tasten drückt, wie ich sie halt auch gedrückt habe und so weiter. Da hatte ich irgendwann mal vor, dass man praktisch von den Bronze-Dingern bis hoch zu 4-Sterne-Pad dann die weiterentwickelt, ja. Aber habe ich halt man auch. Man kann so Bronze-Dinger weiterentwickeln? Du kannst die auch hochstufen. Ich denke, die kommen nur auf Stufe 2 oder 3. Und dann entwickeln sich die Bronze zur Silbernen. Dann die Silbernen zu 1 Stern, dann zu 2 Sternen und so weiter. Weil die 3 Sterne entwickeln sich ja auch dann zu 4 Sterne. Ab wann? Wenn sie 4 Sterne Stufe 4 werden, glaube ich. Also Stufe 4 gibt es dann nicht, gibt nur Stufe 3 und dann. Gibt es eins weiter, ist dann Stufe 4. Und die 5 Sterne, wann werden die weiter? Ich glaube, die gehen noch nicht weiter. Das ist aber enttäuschend. Ja, finde ich. Wieso werden sie dann nicht zu 6 Sternen oder zu diesen Kraken? Aber wie so, heißt es nochmal nach 5 Sterne? Shadow Forge dann am Shadow besten. Shadow Forge. Also erst kommt Dragon Forge, hast du recht, und dann. So, und jetzt können wir hier die 2 Fusionspads und können hier mal 2 davon nehmen. So sehen heute Fusionspads aus. Sahen auch gestern schon so aus. So, 55 zumindest mal. Hast du keine weiteren? Doch, habe ich. Aber ich will jetzt ja erstmal gucken hier bei meine Begleiter. Meine Begleiter. So, also, das ist der Schildzerbrecher, den ich im Augenblick benutze. Begleiterprofil. Nein, du nutzt Chappes. Der hat 7,8. Und was hat mein Chappes? Der hat Zielwasser. 8,4%. Ich meine, das ist im Endeffekt sind das nur 0,6% mehr, aber wieso nicht? Aber du hast Wasser, Zielwasser. Mhm. Hört die Chance auf einen kritischen Treffer. Ja, ist an sich ganz gut, aber braucht jetzt keiner. Papa, kannst du mir zeigen, was der Wolf macht? Was? Dieser Wolf da. Welcher Wolf? Der da. Nein, zurück. Den man da bekommt. Da, den da. Der hier? Todeshieb macht der. Nein, ich meine seine Weiterentwicklung. Oh, der hat einen grünen Schwanz. Der gefällt mir. Grün gefällt dir, gell? Cool wäre halt, wenn man ein Pad bekommen würde, was hier schon nach einmal aufladen den Schild macht. Oh, der sieht mega cool aus. Ja, kannst ja dann. Und hier mein Wolfie. Schenkst du mir ein? Sicherlich nicht. Aber der sieht jetzt schon mega krass aus. Der Wolfie? Ja. Hätte ich lieber den Wolfie hochmachen sollen. Ja. Jetzt habe ich mich für Chapri entschieden.
Egal, das nächste wird Wolfi. Wolfi. Ich denke nicht. Ach so, was ich noch zeigen wollte, was ich nämlich auch nicht so 100% wusste, beziehungsweise wo ich dann auch rausgefunden habe, dass 3-Sterne-Pets 4-Sterne-Pets werden. Hier. Schild zerbrechen. Als zweite Fähigkeit. Ich weiß, habe ich schon. Ja, zwar nur mit 4,5. Wenn man es dann auf 5 hochmacht, der ist auf Level 4. Wenn den auf 5 hochmacht, dann wird er leider zum 4-Sterne-Pet. Und zu welchen? Zu einem Erd-4-Sterne-Pet. Also praktisch hier zu so einem. Und dann hat er kein Schildverbrechen mehr. Nein, hat er nicht. Oh! Follow. Vielen Dank für deinen Follow. Danke, danke. Zombie. Ein Zombie übers Feld gelaufen, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Also, Papa, wir sind hier. Nice. Papa, wir sind hier aber nicht, weil selben Days to Die. Nee, sind wir nicht. Muss ich aber auch mal wieder streamen, fällt mir gerade ein. Nein, aber das nur dazu. Jetzt haben wir hier praktisch einen verbesserten Chubbis. Chubbiri? Wie hieß er jetzt? Jetzt habe ich schon wieder nicht. Halt, da wollte ich gar nicht hin. Gilde verlassen. Nee, nix Gilde verlassen. Das wäre jetzt ganz schlecht, wenn ich... Ich bekomme eine tolle Belohnung beim Gildenkrieg und bevor die kommt, verlasse ich die Gilde. Boah, aber das habe ich mir auch einmal gedacht. Das wäre ja echt der Horror schlechthin. Da ist der Chabian. Ja, das gab wohl schon Leute, die haben das wohl schon hingekriegt. Und ich habe ja auch einmal gedacht, dass durch mein Transferieren auf dem Computer, dass praktisch dann die Belohnung nicht kommt. Ist sie trotzdem gekommen? Aber ach so, wo du dir die Wassermystiker mal nicht bekommen hast, aber das lag, glaube ich, daran mit zusammen, weil da hatten die ja einen Blitzrate-Defekt, sagen wir es mal so. Na gut, aber hier sieht es auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Das werden wir, denke ich, auch wieder gewinnen. Jeder hat diese Rüstung! Naja, das ist... Fast jeder! Ab einem bestimmten Level ist es... Der hat zum Beispiel schon die hier wahrscheinlich auf Maximum. Das ist die von jetzigen. Fast jeden Weg mit dieser Rüstung. Ach so, ja, CBK Sabine hat hier, glaube ich, schon auf Max. Tja, wenn du ein bisschen mehr Geduld hast und fleißig spielst, passiert das bei dir auch so, dass du das dann machst. Aber Videos gucken, da muss ich heute Abend auch noch dran denken. Ich habe das einmal vergessen, ich denke eigentlich jeden Tag dran. Ich muss auch noch Videos gucken. Wo sind wir hier eigentlich in der... Kann ich ja mit Lars gucken. Ich denke, du wirst mit deinem Freund eher heute Abend spielen und nicht Videos gucken. Ich weiß. 50, ja, yeah, das ist schon mal gut. Das ist zumindest schon mal der Ring oder das Amulett. Beziehungsweise hätte ich sogar noch eine Chance auf die 60. Welcher Platz bist du denn? Ich bin hier, aber beim Platz 265 und ab 250 kriegt man sogar 60. Ja, die Frage ist, ob man das halten kann. Ja, einfach probieren. Also. Wenn man Top 500er beim Epic Boss schafft, finde ich das voll okay. Ja, die 50 plus. Ich habe meistens nur 30 am Anfang bekommen. Also. Ja. Ich habe die Candy Basher jetzt auf T13 und ja, das Set habe ich jetzt auch schon hochgelevelt. Zwar noch nicht mit Silver Coins, aber. Schau dann mal, dass ich die hochmache, weil die. Jetzt beim Gildenkrieg bekommen, wollte ich glaube ich nicht ganz so weit hoch machen, weil die ist halt zwar eigentlich ganz gut, aber die Silbercoins wollte ich dann doch in die relativ gute Ben-Ticket-Rüstung reinstecken. Ben-Ticket-Rüstung, was? Ich meine, die hier hat aber auch wieder viel auf Leben, oder? Wenn die dann fertig ist, so wie es ausschaut. Was ist eine Adventicket-Rüstung? 360 auf Leben dazu. Papa, was ist eine Adventicket-Rüstung? Die Quent-Ticket-Rüstung ist die... Morgen. Morgen-Ticket-Rüstung und ist die Einlog-Event-Rüstung oder wie auch sonst, oder die T20-Rüstung oder wie auch sonst immer du sie gerade nennen willst. Hauptsache der Hendrik und ich verstehen uns. Fieser, kleiner, frecher Kerl, oder? Bin ich gerne. Na dann. Nee, aber ansonsten. Jetzt, ich will jetzt noch dann eigentlich das Ende vom. Boah, wow, aber das dauert jetzt noch 20 Minuten. Ich denke, wir könnten einfach schon mal fies Rüst. Alle Truhen öffnen. Und wir machen es diesmal andersrum. Wir gehen nicht erst zu den hohen Truhen, wir gehen erst zu den niedrigen Truhen.
habe ich mir mal überlegt. Weil sonst mache ich die nie auf. Und dann muss ich wieder die Hälfte von den Rüstungen muss ich sowieso dann wieder wegwerfen. Teilweise zieht man aus den Goldschlüsselkisten sogar gar nicht mal so schlechte Sachen. Ich habe da, glaube ich, insgesamt in den letzten zwei Monaten bestimmt, glaube ich, 3 Schnorchel oder so gezogen. Also das läuft. Goldkisten, okay. Und keine Gems. Da war so ein Sternenmetall, glaube ich. Sternenmetall? Ah, nein, nur Luft. 4 Sterne aber. Ja, kann man schön dann zum Hochleveln der anderen Dinger benutzen. Und wieder keine Gems. Leider nicht. Ich habe nur 31 Kisten, aber die könnte ich ja auch mal eben öffnen. Ja, ich habe ja die kleinen Kisten in letzter Zeit gerne mal aufgemacht. Ah, 5 Tränke, das ist schon mal gut, wobei ich die auch nicht mehr 10 so Tränke. Viel benutze. 10 Tränke insgesamt, genau. Wieder keine Gems. Nope, keine Gems, aber 4 Sterne-Amulett. Schön zum Fusionieren. Und Gems. Genaue 10. Echt? So wie... Yep, da sind sie. Noch 26. Wieder Gems. Ich glaube diesmal 15, oder? Hab ich nicht geguckt. Ja, 15. Die letzte. So, die letzten 11 oder 15 eigentlich. Also einmal noch 11 und einmal noch 4. Und? Diesmal keine Gems. Hab nicht geguckt. Okay, aber ein 3 Sterne. Yeah. Und Fusions... Sternchen. Da war am Anfang auch, ja, da gab es früher Gems, sogar Anleitungen. Ah, nein, doch keine. Gab es früher Anleitungen, wie du die Fusionssteine farmen kannst, weil das Fusionieren damals ja noch wirklich viel mehr gebracht hat. Hol dir nochmal weitere Schlüssel. Was? Wieso? Ah, nein, das waren ja die anderen hinten. Das ist die andere Truhe. 4 Sterne Rüstung. Yeah. Rüstungstechnisch bin ich wahrscheinlich wieder so voll. Oh, sogar Plusrüstungen und eine 5-Sterne-Rüstung. Naja, zumindest jagen gehen könnte man mit der. Gut, kann man auch mit einer Fusionsboost. Armhorn geht nicht kaputt, aber. Ja, klingt komisch, ist aber so. Was hast du so gemacht? Ich war nackig im Wald, hab mit einem riesen Monster gekämpft und hab gewonnen. Guck mal, hier sogar zweimal die gleiche, zweimal im Plus. Das ist eine Plus-Plus. Sozusagen eine Plus-Plus, genau. Ich bin weg. Okay. Du tschüss. Hast Cola. Danke, ich hab's mitbekommen. Okay. Irgendwie kennt meine Familie mich viel zu gut. Wenn ich vom Computer sitze, kriege ich irgendwie nie was mit. Peinlich. Immerhin bist du mein Vater. Kennst mich also doch ein bisschen. Habe ich nie was davon gesagt. Und ist bei dir was Gutes drin, Hendrik? Nee, eigentlich nur nicht so tolle Sachen. Du hast gerade eine legendäre Rüstung bekommen. War zumindest ein paar Fusionsboosts, wobei die 2 Sterne Fusionsboosts kann man sich auch fast schon sparen. Da war, ja. Wird man davon ja echt überhäuft. Bei mir gab es ja 25 Gems, das ist schon mal. Nein. Sind 25 Videos. Oder einen Tag Videos gucken. Nicht mal einen Tag Videos gucken. So. Jetzt mal hier gucken. Ist ein Tag und ist ein Tag Videos gucken, nur was man im 5. nicht bekommt. Papa. Ja. Nur was man die hier viel schneller farmen könnte. Und kann. Ja. Man muss einfach ausrauben, Papa. Ausrauben? Das geht nur... Warte mal, jetzt habe ich... Nee, für weiter vorne habe ich bekommen Schlüssel. Okay. 27 Schlüssel, na super. Und hier gibt es auch die Schnorchel? Nee, oder? Nein, in der Geldtruhe. Hier gibt es nur wieder Schlüssel für die Kleinen. Oh Mann. Ein Kistengeöffner. Fürchterlich. Okay. Früher hätte man sich über die Schlüssel gefreut. Ja, über die Schlüssel jetzt nicht so sehr, eher über die Rüstungen, die da
dahinter stecken würden. Wobei das auch wobei das auch wieder ein Anfängerguide damals geschrieben hatte. Man soll halt Videos gucken, bis man sich die zweite Truhe leisten kann und dann zieht man daraus alles, egal was man daraus zieht, ist alles besser als das, was man bis dahin so bauen kann. Dann kann man anfangen, die Levels zu machen. Hä? Ja, schön. Nochmal 263.000 bekommen für den Let's War. Da ist jetzt auch durch. Okay. Papa, woher hast du schon diese Schlüssel? Da, die 260? Ja. Die habe ich schon von den letzten Raids. So, hä, die gab's jetzt da schon? Jetzt tun wir hier nämlich mal schon die Truhen aufmachen, die es eigentlich erst nach dem Blitz-Raid gibt. Da musst du dran denken, dass du die... Wobei, wenn du die jetzt schon öffnest, kannst du die später dann ja noch... Neun dann für kann, irgendwann anders lassen, bloß kann ich, ja, ich finde es immer ärgerlich, wenn man sieht, dass die dann, dass man die öffnen will und dann ist die wieder weg. Ja. Mhm. Vor allen Dingen sind da ja schon viele Fusionsteile drin. Und da war eine Mischbohne drin. Eine Mischbohne? Mhm. Ja gut, die gibt's hier ja auch, wobei hier gibt's ja dann auch schön für Amulett und für Ringe hochboosten. Die brauche ich. Ja, da musst du dich in dem Raid gut anstrengen, musst immer schon deine Energie ausgeben. Papa, stell mir schon mal den Wecker. Du, das geht in... Ah, guck mal hier, Lehmbeere. Lehmbohne. Da ist nur eine Zweier. Die gibt's doch bestimmt auch in 3 und 4. Also in 3 auf jeden Fall, aber gibt's die auch in 4? Oh, sogar 2 Schlüssel. Hm. Nochmal 2. So, ich denke noch einmal. Wieso nur noch dann einmal? Weil ich mir von den Schlüsseln noch aufheben will. Weil sonst habe ich nur noch Erdfusionsboosts und Amulette und Ringe. Genau. Halt hier noch 2. Komm, hieraus hat Hendrik seine Schnörchel bekommen. Hier raus? Ja. Er sagt doch aus dem Geld. Ich dachte aus der Goldtruhe, aber gut. Ja, Geld. aus der Kiste, wo man die man mit den Goldschlüsseln öffnet. Okay. Gucke ich gleich mal. Hier nochmal 11, also 16 insgesamt. Oh Mann, muss ich wieder viele Rüstungen einschmelzen. Einstampfen. Also ich schmelze mittlerweile alles bis Dragonforge weg ist. Ja gut, die... Epics vielleicht noch, aber 4 Sterne Rüstung sage ich dann auch schon, wofür brauche ich die? Genau, Epics und Dragonforged nutze ich zum Hochleveln und den Rest. Wie gesagt, auch so viele Fusionsboosts kriegt. Also damals hat man ja schon geguckt, ich weiß noch, damals bei den ersten 4-Sterne-Rüstungen hat man erstmal so die ersten 10 Level hinbekommen, hat man sich geärgert, wenn man da dann schon 2 oder 3 Sterne-Rüstungen reinpacken musste. Und jetzt, wenn man eine neue Rüstung kriegt, die ist direkt hochgelevelt. So. 4 Stück öffnen wir das. Von dieser? Das wäre jetzt so cool. Aber ich muss sagen, diesmal brauchten wir auch gar nicht so viele episch Punkte. Gut, also es hätten theoretisch auch schon 9 Millionen gereicht, weil die unter uns hatten ja, gut, hätten wir 9 Millionen, hätten wir vielleicht noch gepusht, aber die unter uns haben ja 8,6 Millionen. Also wir hatten ja bei dem Wassermystik, meine ich, auch irgendwas um die 8 Millionen. Da sind wir nicht so ganz so weit gekommen. Ich glaube, da waren wir um die Platz 15. Ja gut, aber wir waren ja eigentlich als 20er Raid angekündigt, also... Ah, und wenn man jetzt das Elite Piece braucht, meldet man sich bei einem Top 10 an, sag ich mal so. Mhm. Jetzt einfach so, ich brauche das Elite Piece nicht, ich löse es dann quasi wieder um. Was ich schön finde, dass man 4 Pets kriegt, gut eins mehr wie bei Top 15. Ja, und halt dann nochmal 45 Gems mehr, aber. Do you play Rival Kingdoms? No. Papa? Not really. Rival Kingdoms, I don't know. It's also Android game or it's PC game. Papa. Ja. Wann kommen noch mal deine Gäste? Meine Gäste kommen um 8, aber ich will jetzt hier noch zu Ende machen. Der muss dann halt einen Augenblick warten. Mach mal keinen Stress. Ich wollte noch nur noch mal fragen. Ich will jetzt hier noch, wobei der Raid, den brauchen wir jetzt nicht zu Ende abwarten und das Hochleveling muss man dann auch nicht unbedingt. Also wir gucken noch mal kurz über die Rüstung. Wo waren sie denn? Rüstungsschmied, ja, ein fusionieren,
Ich weiß es obere nicht. Reihe, dritte. Ich kann nicht, ich treffe nicht. Frechdachs, echt. So, einstampfen. Ich meine, Ringe und Amulette habe ich auch ein bisschen zu viel. 518 Ringe. Ich darf, wenn du wieder bei einem Run teilnehmen willst oder so, ich kann dich da nochmal anschreiben, aber beim nächsten. Also ich werde diesen Monat wahrscheinlich nicht mehr auf Run gehen oder mal schauen, ob, weiß ich jetzt noch nicht genau, aber dann wahrscheinlich nächsten Monat dann auf den Top 10, um das Elite-Piece dann zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du dann auch mit willst, weil fürs Elite-Piece... Wie viel braucht man da? Ich glaube 260.000. Ich komme mit. Du nicht. Ey. Ein bisschen mehr, ich weiß jetzt nicht, also ich denke, da werde ich auf den Top 10 gehen. Ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, noch nicht sicher, aber... Musst du dann halt selber wissen. Ansonsten, wenn du auch mal auf den Run gehen willst, kannst du auch einfach unseren Top GM anschreiben. Der 10. ist ja generell für die Runs verantwortlich. Top 10. Wir reden auch von einem Gildenkrieg. Wir reden nicht von, von Raid. Ja, das wäre jetzt Gildenkrieg. Auf einen Raid gehe ich bestimmt auch noch nächsten Monat mal. Das wäre dann 200 Millionen. 200 Millionen Gems. Nee, nein, 200 Millionen Punkte beim Raid. Ist halt die Frage, ob ich da jetzt schon weit genug bin. Papa, warum nimmst du mich nie mit? Weil du nicht gut genug ausgerüstet bist, weil du nicht gut genug mit Gems ausstaffiert bist und weil du leider, muss man sagen, im Augenblick nicht beständig genug dich darum kümmerst, dass deine Energie ausgegeben wird und ich keinen Bock habe, dann mit zwei Accounts alleine dazustehen. Was lohnt sich ja, glaube ich, kaum in die... in die neue German Gamers in aktive Deutsche fast schon zurückzuwechseln, weil wir ja nö, wir sind jetzt für den Blitz sind wir noch und dann können wir gleich wieder weiter. Ja genau, und dann der ist ja halt dann glaube ich auch RIP, also auch wieder R1P, der müsste dann ja auch wieder in Right in Progress sein, glaube ich, ne, ist ja das selbe Blitz. Ja. Guck mal, ich habe jetzt noch 11 Rüstungen zu viel. Es muss dann jetzt gleich dann alles da reingebuttert werden hier. Ich habe diesmal keine Dragonforged, die ich wegfusionieren kann. Ah doch, da ist eine noch. Wieso kannst du die nicht wegmachen? Man kann die nicht einfach einstampfen. Die musst du dann praktisch, wenn du die weghaben willst, musst du die hier mit fusionieren oder mit verbessern und dann praktisch irgendwo reinstecken. Ja, dann nimmst du dir hier irgend so eine andere Rüstung, die du irgendwann mal aus Versehen gebaut hast. Ich meine, die hat ja echt tollen Angriffswert, aber der Verteidigungswert ist so schlecht. Verdammt. Das hast du total missgebaut. Wobei, hätte ich da mal richtiger geschaltet und hätte ich praktisch 10-mal nur auf Verteidigung gemacht, dass die 12 oder so auf Verteidigung hat, Grund auf. Dazu noch das Set dann richtig gemacht. Habe ich überhaupt das dazu? Ja, habe ich. Die sieht halt mega krass aus. Dann könnte man zum Beispiel mit Schild zerbrechen und dem richtigen Gegner beim Raid könnte man es wahrscheinlich schaffen, dass man immer wieder zum nächsten Schild zerbrechen kommt, sodass man zwar fast keinen Schaden macht und stundenlang auf dem gleichen Gegner rumhaut, aber dafür wirklich einen Gegner einmal durchhaut, bevor man selber Game Over geht. Darf ich auch? Mhm. Das ist fies. Deswegen, im Augenblick finde ich es ganz gut, dass die Rüstungen, die jetzt diesen Monat kommen, habe ich gesehen, die haben ein bisschen mehr auf Verteidigung. Und oder wie siehst du die Sache, Hendrik? Weil im Augenblick, gerade halt auch bei Raids, ist Verteidigung eigentlich wichtiger als Angriff. Ja. Weil wenn du mehr aushältst und dann noch wirklich mit einem guten Schild zerbrechen dagegen halten kannst, ist schon eine gute Sache. Muss man dann sehen, aber generell gute Werte sind gut. Also manchmal ist Angriff besser in einem Monat, manchmal ist Verteidigung, es wechselt sich immer so ein bisschen ab. Manchmal ist es relativ gleich, das ist immer... Ja, nee, ich sag je nur... Je nach Monat unterschiedlich. Hohes Leben und hohe Verteidigung, finde ich persönlich, ist bei einem Raid meist besser. Gerade halt auch mit so Special Gimmicks wie diesem Schildzerbrechen. Papa, ja? Da fällt mir was ein. Meine meisten Amulette, die wirklich gut sind, haben meistens nur auf Leben und Angriff. Ja, kann sein. Und eine gibt mir plus 300 Angriff. Ja, das ist doch schon mal was. Na gut, wir machen jetzt trotzdem langsam Ende, weil, wie gesagt, langweiliges Hochleveling von der Rüstung, die ich beim anderen bekomme, und dann den Schlachtzug, muss man dann sicher auch nicht... Hi!
Du bist schön im Stream drin. Sag mal Hallo zu meinen 30 Millionen Zuschauern. Guten Tag, freut mich. Ja, aber ich bin auch gerade am Ende machen. Also wie gesagt, das Hochleveln von der Rüstung braucht man sich jetzt nicht zu geben. 5 Minuten wäre der Krieg rum, aber das würde die Sache jetzt nur künstlich in die Länge ziehen. Ja, von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Will mein Co-Moderator was sagen, Janni? Tschüss. Gut. Hendrik, von dir noch irgendwas Schlaues zum Schluss? Okay. Ja, von dir vielleicht, Yoshi, noch was Schönes? Schönen Abend noch. Gut, also, dann auch von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.